neue Synchronisierung? Ja. Ich hatte einen Crash irgendwie. Entweder dadurch, dass ich das von meinem Spiel in dein Spiel gesynkt ist. Ja. Musst du mich dann nochmal einladen. Die Netzwerkverbindung wurde unterbrochen. Kein so stabiles Internet.
So, Hallöchen, da sind wir wieder. Wir spielen Civ. So, mal gucken. Also, erst einmal muss ich feststellen, dass Fehler gemacht wurden in der letzten Partie. Diese Fehler könnten wir jetzt aber eventuell ausbügeln. Und zwar, zuallererst möchte ich Frieden schließen. Willst du schon? Ja. Du lädst nach, ne? Ich bin dann noch in diesen sei spielbereit Bildschirm. Was? Ich glaube nämlich, pass mal auf. Ich glaube nämlich, dass Jetzt Lagara. lädt was. Nein! Lädt, bitte warten. Ich habe Was? jetzt auf Nein. Spiel verlassen gedrückt. Oh Gott. Okay, gut. Ey, wir sind top vorbereitet hier. Guti, ich schicke dir nochmal einen Invite. Ja, ich bin erstmal jetzt bei dem Bereich, wo der mich erstmal sagt, Poundmaker und so weiter und so fort, die ganzen Beschreibungen. Okay, gut. Ich habe dir einen neuen Invite geschickt. Ihr seid der letzte verbleibende menschliche Spieler. Gut. So, jetzt bin ich im Gut. Spiel. Gut. Das Und das passt ja. Spiel lädt. Das passt ja super. So, zurück zum Hauptmenü. Ja. Ja, dann überlege ich mal. Ich mache es mir hier mal so bequem wie möglich in der Zeit. So. Ah, ich habe auch extra die Kamera ein bisschen rangezoomt, dass ich mir hier ein bisschen gemütlich das machen kann, wenn wir Civ spielen. Ah. So. Freunde. Warte. Oh, jetzt ging's schnell. Bist du drinne? Ich drücke jetzt auf Ja. Verbinden. So, warte mal, Das ging jetzt schnell. ich hole mir mal noch einen zweiten Stuhl zum Chillen und dann bin ich gleich wieder bei dir. Gut. Das stetige Brummen der Maschinen, der beißende Geruch des Rauches, Asche und Ruß in den Augen. All das sind Zeichen, dass die Welt sich verändert. Die Verlockungen des wissenschaftlichen und kulturellen Fortschritts sind der Antrieb, der euer Reich weiterbringt. Weil das Geile ist, ich sehe auch nicht durch meinen Kontrollmonitor, weil der leckt, weil er über das WLAN von hier verbunden ist. Die Internetverbindung ist selbst die ist nicht stabil. Weißt du? So, erstmal nehmen wir den Frieden an. So. Ich muss dich echt nochmal abstimmen danach, weil das Spiel ist lauter als du. Du bist bei mir immer noch nicht in-game. Sag mir Bescheid, wenn du wieder online bist. Spielbeitritt abgeschlossen. Egal, was du jetzt sagst, das Spiel mit Poundmaker, da mir das erzählt, die ganze Geschichte wieder war viel lauter. Ja, So. dafür kann ich ja nichts, ne? So, jetzt muss ich das mal. Audio. Gesamtlautstärke. Weniger. Gut. So. Erst einmal habe ich es mir jetzt bequem gemacht. Wir machen jetzt die bequemste Civ-Runde für mich aller Zeiten. Ich sitze jetzt hier mit Füßen auf dem Stuhl. Gut.
und wir überlegen. Wir haben schon mal unseren ersten Angriff, den wir jemals gestartet hatten, glorreich verkackt. Warum haben wir diesen Angriff verkackt, wirst du jetzt fragen? Frag mich mal bitte. Warum hast du diesen Angriff verkackt? Entschuldigung. Es ist wie folgt gewesen. Ich habe nochmal ein bisschen recherchiert und das ist so, wie wir das gemacht haben, war das normal, dass ich den Angriff nicht kriege. Ich habe ja automatisch einen Malus, dadurch, dass ich angreife. Und ich habe immer von schlechteren Positionen angegriffen. Weißt du? Nein. Doch. Ich war immer im Nachteil bei jedem einzelnen möglichen Kriegssituation, sage ich jetzt mal. Dadurch konnte ich niemals auch nur ansatzweise mit dem Gegner mithalten. Ich hätte das folgendermaßen machen müssen. Ich hätte das ganze Ding einmal komplett umstellen müssen. Und wenn ich das umstellt habe, dann hätte ich platt machen müssen. Problem ist, ich habe natürlich nicht die ganzen Zugänge. Ich hätte maximal von 1, 2, 3, 4 Seiten angreifen müssen. Idealerweise ist, wenn du eine Stadt in einer Runde einnehmen willst, 5. Zudem haben wir jetzt den wundervollen Nachteil, dass ich keine Army habe, mit der ich den Gegner wirklich in Bredouille bringen kann. Und wir sind auch punktemäßig relativ weit hinten. Das heißt, wir müssen uns was einfallen lassen, weil wir der sonst bei uns davonzieht. Frieden Gegner schließen. Genau, habe ich schon gemacht. So, mein Plan wäre es jetzt, ich mache bei mir die Grenzen dicht, so wie schon abgesprochen. Überall, wo ich Militär habe, setze ich jetzt Militär auch hin, also Personen, ne? Und versuche erstmal alles zuzumachen und werde mich hier totsiedeln erstmal. Werde jede freie Fläche, die ich habe, nutzen, um erstmal hier, dass hier kein Zentimeter mehr auf meiner Map frei ist. Mhm. So. Wenn ich das gemacht habe, also auf den Weg dahin, wäre es vielleicht eine kluge Idee, dass wir zusammen eine Armee aufbauen und sie in Position bringen. Du kannst, ich weiß, du willst gerne dich auf mich verlassen, aber du kannst dich auf mich nicht verlassen. Ja, aber warum denn nicht? Guck mal, du kannst dich erstmal nach links expandieren bei dir und da ist ja auch zu, denn, ne? Ich hab Wissenschaft 29, Kultur 28. Ich hänge mit allem hinterher. Ja, wir müssen uns jetzt ja einen Plan machen, wie wir das Match noch drehen. Deswegen ja mache ich ja schon die ganze Zeit. Genau, wir so können ja nicht ich einfach sag mal, so bei mir ist doch die ganze Zeit, ich bin an der Reihe. Ja, ich bin auch noch. Ja, ist ja egal. Das heißt, wir machen jetzt folgenden Plan. Ich schicke jetzt auch nochmal Crusade zu dir. Also diese Reiteinheit, ne? Die verbesserte. Und unterstütze dich so weit, wie ich kann. Ja? Ja, gut. Muss jetzt nicht unbedingt. Ich denke mal, hab die Barbaren jetzt relativ jetzt unter Kontrolle durch diese Stadt halt, ne? Ich bin jetzt halt jetzt dabei, um ein bisschen Kultur noch aufzuholen, ne? Und danach versuche ich mal halt Wissenschaft noch was zu bauen dann aber. Ja, aber wir müssen ja auch irgendwann eine Kriegsfront bilden zum Zulu-Reich. Weil sonst haben wir ja ein Problem. Guck mal, und wir haben ich bin halt wirklich immer noch der Meinung, wir machen Diplomatie-Sieg. Ja, und wie schaffen wir einen Diplomatie-Sieg? Indem wir 20 Diplomatie-Punkte bekommen. Oh. Also ich habe 4, du hast 2. Ich werde als höchstes angezeigt mit 4. Und wieso geht das nicht weiter? Siege. Diplomatie. Geht's bei dir weiter? Ich kann auch weitermachen. Nee, ich muss das machen. Ach so, okay. Wie kriege ich Diplomatiepunkte? Das habe ich noch nie gespielt. Diplomatiepunkte kriegst du halt, wenn du bei diesen gewisserweise nicht unbedingt der Erste bist. Das also hier, du musst nicht unbedingt die meisten hier Diplomatiekunstpunkte reinhauen. Aber halt irgendwie mit dabei sein.
Immer die richtigen Votings gewinnen. Immer die richtigen Voting, ja. Genau. Okay. Wollen wir sonst versuchen? Na gut, dann bleibe ich bei meinem Plan erstmal. Ich versuche mich in eine wirtschaftlich so gute wie es geht Lage zu bringen. Kannst du machen, ja. Was bei dir vielleicht ist, einfach Wissenschaft hoch, dass du auf Robotik vielleicht bist und dann machst du den Platz. Wissenschaft und Wirtschaft. Ja, bei der ist mir ja meilenweit voraus mit Wissenschaft. Der macht ja 232 Wissenschaft pro Runde. Alle seine Einheiten sind mir ja über. Die sind mir so. Da musst du vielleicht die richtigen Karten. Campus 100% mehr und so weiter und so fort. Ja, hab ich ja schon eigentlich. Hast du schon? Gut, pass auf. Du hast ja 1-2 Campusse. Aber du kannst noch extrem pushen. Okay, dann werden wir jetzt darauf gehen. So. Zum Beispiel hier Antavalalia. Müsstest du noch unten. Müsstest du doch noch eigentlich neben deinem Monument diesen kaufen können und doch gleich links daneben, dass du es einfach zu hast. Nicht, dass das von Endondakusuka die zwei noch diese Wissenschafts-Boni das noch kriegt. Genau. Ja, da komme ich nicht ran. Kannst du das nicht mit Geld kaufen? Nee. Ah, ist zu weit wieder. Ist zu weit weg, ja. Also ich jedenfalls, wie gesagt, habe mich erstmal relativ gefangen. Mache ich jetzt noch die Barbarenlage jetzt gegen Ende noch. Versuche ich jetzt den fertig zu machen. Und dann, wie gesagt, hat Kultur ein bisschen was, dass ich auch vorankomme. Und dann mache ich hier noch Labor, dass ich Wissenschaft noch vorankomme. Alles so das, ja. Mhm. Also ich bemühe mich schon. Ich wollte mir auch jetzt hier schon dieses Ulururu holen, aber leider wurde mir mit der Siedler gesnackt. Baue mir jetzt auch schon hier von an bei Atahakop baue ich mir auch das Monument, damit ich auch dort auch Wissenschaft und Kultur bekomme. Als ich gesagt hatte, ich versuche schon mein Ding. Okay, dich, soweit es geht, zu unterstützen. Gut. Dann guck ich mal, Siedler kostet 400. Ja, da muss ich mein Geld irgendwie anders investieren. Okay, gut, alles klar. Dann siedeln wir. Ja, mach es dich nochmal richtig hoch, tu es gegen ein guter Gegenpart nochmal bauen. Weil mehr können wir es erstmal nicht machen. Also mich musst du jetzt nicht unbedingt unterstützen. Außer dass du weiterklickst dann irgendwann. Mhm. Gut. Das Ärgerliche ist natürlich, ich habe jetzt in den letzten Runden voll beim Wissenschaftszweig auf ne? Große Bibliothek und so noch? Ja. Das habe ich natürlich nicht gemacht. In den letzten Runden. So. Versuche ich den vielleicht sogar zu erobern. Du kommst mir runter. Dann mache ich dazu. Okay. Da kann ich nichts machen. Tu ich kurz heilen. Nope. So. Gut. Vereinbarte Vorschläge. Muss ich mal gucken, nächste Runde, wenn der das fertig hat. Der hat aber auch kein Geld.
Also da hat wirklich alles ausgegeben, um gegen dich zu bestehen. Da hat, ich kann ihn nicht mal Geld hier versuchen, aus dem Kreuz zu leiern, ne? Mhm. Also du hast ihn schon wirtschaftlich ein bisschen niedergemacht. Jetzt versuchst du mir doch auch ein bisschen nur zu schmeicheln. Nee, nicht unbedingt. Doch, ich sehe das schon. Du versuchst bloß nett zu mir zu sein, das ist alles, aber das ist okay. Salpeter brauche ich jetzt nicht. Ich habe eine Glaubensbilanz von 686. Ich habe am meisten Glauben, was ich verkaufen kann. Das ist ja wirklich schon ein bisschen doll. Okay, ich muss hier gleich mir auf jeden Fall einen Handwerker holen. Der ein bisschen repariert. Okay, ich habe eine Vereinbarung bekommen. Ja, von mir aus. Das nicht. Pferdekatze haben, die schenke ich dir. So, da bist du weiter. Sieger fertig. Wer setzt sich denn eine Dreierfluggefahr? So, was ist bei dir? So. Ach ja, ich habe dir einen Spion dorthin geschickt, damit ich den Gold klaue oder auch Wissenschaftspunkte. Da wollte ich mal versuchen, das zu schaffen. So, Campus. Dann macht ihr bitte Bereitschaft. Du machst Bereitschaft. Feldkanone. Campus mache ich dahin. Die kann schon mal hier hin. Kann dahin. Der kann dahin. Die haben da ja. Der nein! Gebaut. Die haben mir das gesagt. Nein! Schade, dass nein. Man kein Objekt kaufen kann. Okay. Dann gehe ich erstmal hier hin. Ihr baut als nächstes. Ich könnte da ja auch ein Handelszentrum bauen, weil das Campus habe ich schon. Habe ich hier irgendwas, wo ich einen Vorteil habe? Ja, hier brauche ich 105. Habe ich nächste Runde? Dann mache ich das nächste Runde. Und gib schon mal das in Auftrag. Dann ist sehr fertig, genau. Dann kann ich hier das Campus machen. Ich weiß, davon habe ich kaum was. Dann setze ich das dahin. Und gehe weiter. Dahin. Ich sollte doch eigentlich hier noch siedeln können. Frage ist, greife ich Kumasi an? Eine Hauptstadt? Eine Stadtstadt? Ja. Wenn du die Mittel hast. Ja, wobei ich jetzt erstmal vom Krieg befreit bin und lieber die Army gerne in Position hätte zur Verteidigung, weißt du? Auch wenn ich nicht weiß, was diese Kriegsmüdigkeit bringt. Oder was das ist. Ja. Ja. Mal, wieso habe ich das denn noch nicht gekauft, das Gelände?
Aber es war Bahn. Irgendwie hat mich angegriffen. Irgendwas ist kaputt gegangen und zerstört. Ui. Eine Armbrustschütze, naja. So. Dann nehme ich erstmal den Handwerker. Achso, ich muss das hier reparieren, oder was? Hä? Ach, da ist gar nichts kaputt. Hm. Okay. Gut, dann werde ich da erstmal ein bisschen neuen Wohnraum schaffen. Terrasse macht auch neuen Wohnraum, ne? Ja. So, dann geht das runter. Okay. Dann haben wir gesagt, bauen wir hier das Handelszentrum. Hier, für den Feldkauf. Dann ist der auch relativ flott durch. Und der ist ja da, okay. Oh, ich kriege hier die ganze Zeit Frieden. Ist bei mir rechts, ploppt bei mir die ganze Zeit auf, das nervt mich. Frieden nervt dich? Ja, dann dauert die Anzeige. Ich will Krieg. Aha, Computertheorie und Normalbetrieb habe ich einen Technikboost. Das ist doch schön. Das ist doch wirklich schön. Gut. Dann seid ihr erstmal die Flanke. Okay. Gut, aber das heißt für uns jetzt, es wird sehr entspannt. Ja, also eigentlich sind wir jetzt nicht das Kriegsvolk. Ja. Wir sind das so, wir lehnen uns zurück und... und genießen unsere schöne Zeit, die uns auf Gottes Erden verbleibt. Korrekt. So. Mach ich da noch einen hin, um auch immer sicher zu gehen. Wieso habe ich denn das Feld hier noch nicht geköpft? Komme ich da nicht ran, oder? Oh. 7? Mhm. Ach, das habe ich schon. Okay, gut, okay. Es ist so witzig. Die ganzen Kriegsschiffe, die mich angreifen von den Banditen. Das ist wirklich albern. Zerschellen einfach alle. Ja. Ja. Hä? Na gut, komm, Vorschlag annehmen. Für die 8 Pferde. Ich habe so viele. Ich verkaufe gerade meine ganzen Pferde. Wodurch ich viel Gold die Runde kriege. Guck mal, was ist eigentlich hier? Kann ich hier vernünftig siedeln? Ja. Ja, was? Setzen wir uns hier. Kann ich mit dem auch? Du hast Pferde. Okay. Du bist nicht meine Pferde. Einmalig 8. Die sind schon viel weiter, die haben ja halt Öl und so weiter. Naja, wieso brennt das hier? Wieso kann ich das nicht reparieren? Wahrscheinlich, weil das ein Vulkan ist, ne? Naja. So. So. Dann geht mal alle weiter. Ich könnte mir auch noch die Schafe abbauen, aber da habe ich so wirklich keine... Ich sehe ich da den Mehrwert nicht. Weil er nicht, wenn du keine Leute hast, die das bewirtschaften. Mhm. Ich sehe, da bist du so lieb und hast den Stream ein bisschen im Auge. Weil ich habe hier überhaupt keinen Blick. Mach ich gleich.
Okay. Dann geht es Unterhaltungskomplex. Und du gehst da. Ist das wirklich notwendig? Hä? Ist das wirklich notwendig? Was denn? Unterhaltungskomplex? Nicht unbedingt, aber da ich noch keinen Strom produzieren kann, ja. Dann nicht irgendwas anderes besser? Ich gebe dir recht. Kultur. Nee, ich baue ein Aquädukt. Was ist ein Aquädukt? Weil ich meine Städte alle auf Vordermann bringen will, weißt du? So, dann kann ich hier wahrscheinlich noch einen Handwerker bauen. Ja. Sehr schön. Und wenn da das Handelszentrum fertig ist, haben wir auch einen guten Way to go. Schon witzig, wie sie alle in Bereitschaft sind hier. Bereitschaft gegen dich? Nee, meine Einheiten. Also von Seiten von Seiten Ungarn dürfte dir ja nichts kommen. Also die dürften nicht an dich eingreifen. Okay. So, was haben wir denn? Alle Spieler können Einheiten der gewählten Religion verurteilen. Das ist nicht schlecht. Da kriegst du ja 25 diplomatische Gunst. Hast du eine Religion? Nee. Schade. Ach, die kriegen, die werden nie irgendwie jetzt einen Religionssieg kriegen. Dafür machen die zu wenig. Okay. Aber wir können, welche Religion ist zum Beispiel in deiner Nähe oder so, dann halt, ne? Da kannst du halt eventuell die Religion, wenn so irgendwelche Typen vorbeilaufen, kannst du mit deiner Einheit, kannst du die dann und kriegst 25 diplomatische Gunst, ist okay. Ja, dann der Islam, ne? Dann der Islam, gut. So, und Handelswege zu welchen Stadtstaaten? Oder die Stadtstaaten verlieren die Suzerainbonus? Du hast doch ein Handelsdingsbums, ne? Stadtstaat? Ja. Ja. Können wir doch ein Handelszentrum. Da ist bei dir, wenn du dort immer hier dorthin reist, ist bei dir 100% mehr. Ja, okay, machen wir. So. Ich habe jetzt bei beiden habe ich 16 reingepackt. Einmal alle Spieler können Einheiten der gewählten Religion verurteilen. Dies gewährt 25 diplomatische Gunst. Habe ich Islam gewählt? Und Ertrag Handelsstaat. Ne? Ist hier da? Ja. Okay, gut. Ich warte doch immer auf eine Rückmeldung, mein Freund. Habe ich doch ja gesagt. Ja. Kann ich jetzt mal bitte sehen? Okay. Handelsweg, sehr gut. Sehr gut. Also alles, wie wir es geplant haben. Und damit sind wir schon wieder auf Platz 1 vom Diplomatie-Sieg, weil wir ja schon wieder mitgemacht haben und ich habe 6 und du hast 4. So. Das ist nice. Ich klaue dir Gold. Ich mach dich noch nackig. Also hoffe ich, dass es geht. Okay, was mache ich als nächstes? Ein Nahrung von diesem ganzen Zeug. 16 Gold, Teddy, willst du mich verarschen? So.
Das ist Kapitalismus. Ja, aber doch nicht 16 muss, Gold. Ich muss hier mal Armbrustschütze hinstellen. Das geht nicht so. Monument. Der sieht lecker dahin. Hier mein Handwerker. Ist wohnraumfällig da. Holen wir uns jetzt Wohnraum. Mal danach. Durch unseren Handwerker. Wir können uns keinen Wohnraum holen. So kann ich da nichts bauen. Aha, kein Wohnraum möglich. Wie viel Gold hast du? Gerade 318. Was du brauchen, mein Freund? 30 Gold. Du hast mir 25 gegeben, oder? Ja, ich wollte aber auch eine dauerhafte Botschaft bei dir errichten. Jetzt hast du nochmal Gold bekommen. Das suche ich noch einmal. So, okay, gut. Das hätte ich schon nachmachen müssen, kaufen das. Gut, ist egal. Danach. Ich will endlich noch dieses Ding holen, ey. Endlich noch Glauben und Wissenschaft, dieses Weltwunder, Naturwunder. So, wo ist hier Hunza? Hunza. Wieso kann ich nicht... So kann ich nicht Hunze anwählen. Milet ist aber ganz schön weit, alter Schwede. Kutscher. Alles gut? Uiuiuiuiui. Knossos. Na gut. Eine Sekunde. Erstmal mache ich Münze. Regierung. Ich kann eine neue Regierung wählen. Und zwar gehen wir jetzt in die Handelspolitik. Ist das nicht toll? Mhm. Mal komm. Oh, dann nehme ich plus 1 Annehmlichkeit für Städte mit mindestens 2 Spezialbezirken. Die habe ich. Eure Wege zum Verbündeten. Bla bla. 15% schneller als 3 Fischstädte, die nicht auf eurem Kontinent, habe ich nicht. 50% Produktion plus 1 Gold durch jeden Gesandten in Stadtstadt. Oh, das ist gut. So, was wollen wir im Krieg? Nachlass auf Ressourcenverbesserung, auf Einheitenverbesserung. Das nehmen wir. Oder nehme ich erstmal. Ich nehme erstmal 50% Nachlass bei Goldeinheiten. Quatsch. 50% Ressourcen. Gold für Verbesserung. Einheiten um 1 reduzieren. So viele habe ich nicht. Das sind vielleicht 10 Gold die Runde. Maximal. Die ich da spare. Nee, dann nehme ich 50% Nachlass auf Upgrade. Weil das brauche ich ja sowieso, wenn ich jetzt auf Wissenschaft gehe, weißt du? Mhm. So, dann lasse ich mal kurz gucken. Wieso? Ich würde hier gerne ein bisschen was kaufen. Da fahren schon LKWs, ey. Bergwert, ja. Ich würde erstmal gerne das kaufen, weil ich gucken will. Mach schon die ganzen Kriegsdinger weg.
Das geht mir nicht, das nervt mich jetzt schon. Geil, wie alle anderen vorne sind und wir zwei hinten vor der Kultur am letzten. Ja, Arschen. Kultur interessiert ja auch wirklich immer. Nationalismus? Nationalismus bringt uns den Sieg. So. Ja, Kultur ist nur was für welche, die keine Wissenschaft haben, sag ich immer. Und da gehen wir jetzt ja hin. Okay. Die meisten sind ja Teddy und Shaka. Die sind schon bei Uran, ja. What? Ja. Ich fange jetzt erst an, Kohle zu erforschen. Hey, ich hab Salpeter erforscht. Gut. Gut zu wissen. Okay, gut zu wissen. Du siehst ja beim Balken unten, wo ich ja bin halt, ne? Ja, alles egal. Ich bin bei der Renaissance und du bist halt bei der Industriezeitalter. Machst mal hier ein bisschen Wohnraum. Wie viel kannst du noch bauen? Nur noch einmal. Na gut, das geht gleich vorwärts. Das geht gleich vorwärts. Okay, gut. Und das hätte ich gut früher machen müssen. Mit den Siedlungen. Oh nein! Gestürzt? Nee. Du bist raus. Ja. So, willst du noch mal versuchen zu joinen? Krieg ich dich so wieder rein? Ich starte erstmal das Spiel. Hä? Ich starte erstmal das Spiel. Kann ich den nicht so einfach ins Spiel holen? Mann! Was ist denn los? Scheiß Internet. Es nervt, ich will doch nur mit dir streamen. Es war doch nicht bei dir! Hm? War doch nicht deine Schuld. Weiß ich nicht. Ich schieb jetzt einfach alles auf den Stream. Wir starten, mal gucken, was passiert. Ach, ist dein Spiel komplett abgeschmiert, oder was? Ja, ist runter, klar. Wenn irgendwo ein Fehler bei Sif ist, das macht gleich. Ach so, okay. Okay. Ein laufendes Spiel. Ich bin zwar im Hauptmenü, wo ich das einfach nur bereitklicke, aber es... Mach mal. Habe ich ja bereit, mal gucken. Aber es passiert im Moment nichts. Es ist. Nee, wahrscheinlich geht's nicht, dass ich einfach so joinen kann. Also hier steht bei mir, Sita tritt dem Spiel bei. Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Achso, okay, gut. Na dann. Da. Oh, sie haben mich gerade alle denunziert. Wie denn das? Vor allem Shaka hat mich denunziert, das ist nicht gut. Selbst wenn sie dich... Na, du hast zu viel halt Groll, ne? Bekommt so. Von Ungarn brauchst du ja keine Angst zu haben.
Von Teddy höchstens, ich warte mal. Ja, der hat mir das geschickt. Ich bin, glaube ich, mit Perikles. Und ich weiß nicht, ob ich mit Peter, ich muss mal gucken, ob ich mit Peter noch verbündet bin. Ansonsten von Seiten Ungarn darf ja nicht, dürfen die nicht angreifen, weil die sind mit mir verbündet. Okay. Ah, jetzt. Ja, das ist ja wie bei, wo du jetzt versuchst, Schakler anzugreifen, aber die waren jetzt mit mir irgendwie befreundet. Ging ja nicht. Mhm. Na, also wenn die jetzt, ich bin jetzt, ist ja sehr diplomatisch, ich tue ja mit Versuch, mit jedem Frieden zu schließen, da dürfen sie dich nicht angreifen. Also ich bin jetzt sozusagen der große Bruder. Ja, aber deine kleine Verteidigung, die bringt jetzt auch nichts. Ja, wenn die mit mir in Allianz sind, dann greifen die mich nicht an. Okay. Hast du, bist du schon mal im Join oder wie schaut's aus? Ja, ja, ich bin jetzt gerade wieder hier wieder diese ganze Reif von Kree bla bla okay. bla Geschichte. Okay. Alles gut. Jetzt bin ich wieder da. Das ist doch schön. Warte auf Tiku. Ja, okay. Unfreundlich. Nee, Peter ist unfreundlich. Also den muss ich noch freundlich kriegen, dass der mit mir befreundet ist. Dann dürfte auch seitens Shaku dürfte dich da nicht angreifen. Aber der dich angreift, ist auch schwierig. Ne? Du hast trotzdem eine starke Verteidigung. Ja, ich gehe auch davon aus, dass ich das halte. Also ich hoffe ja so ein bisschen, dass sie mich angreifen. Na, wenn du willst, dass die angreifen, dann darf ich mit denen keine Freunde schließen. Nee, also, ne, also ich will jetzt nicht unbedingt, dass sie angreifen, aber ich würde es schon lustig finden, wenn sie ihre Ressourcen bei mir verschwenden. Das würde ich schon ganz amüsant finden. Warte auf dich. Vor allem, ich krieg gerade 111 die Runde. Bist du schon in-game? Ich bin in-game, ich warte auf Jakku. Hä? Mach mal auf weiter. Ja, jetzt haben sie sich da alle gegenseitig den Krieg erklärt. Nicht schlecht. Aber wo ist denn meiner? Oh, geil. An meiner neu gesiedelten Stadt ist direkt Kohle. Mmh. Mmh, das schmeckt mir. Aber wo... Ey, ich verstehe. Was ist passiert? Hm? Okay, der NPC hat ja danach weitergespielt. Ach echt? Ja, weil ich habe erstmal keinen. Der NPC hat für ein bisschen Geld, hat er von Mexico City für 13 Runden Soldaten ausgehoben. Und irgendwie ist mein Bogenschütze bei der Stadt nicht mehr da, hä? Okay. Wo ist denn? Und auch, wo ist denn hier der...
Das Boot? Hä? Komisch. Das ist ja was hat er gemacht? Da wurde einfach mal ohne deine Erlaubnis gespielt, da. Na klar. So, womit, was brauche ich, um Kohle abzubauen? Okay. Abkommen. War doch hier unten. Nee, Öl war offene Grenze. Was gibst du mir? 2 Gold für 30 Runden für offene Grenzen. Das ist so herrlich. Obwohl er dann nie bei mir durchkämen würde. Totaler Quatsch. Wie war das mit Kohle? Für Kohle braucht man Kraftwerk, ne? Umstellung auf Kohle. Kohlekraftwerk, genau. Allianz. Was gibst du mir für eine Allianz? Herrlich. Muss ich Industrie bauen, ne? Und bei Industrie war doch das Kohlekraftwerk, ne? Ja, genau. Okay. Für Strom willst du machen, ne? Genau. Dann mache ich hier erstmal Produktion. Kannst gleich ein hochgehen. Was ist mit dir? Da. Hier steht alles safe. Okay, nice. Okay, wenn das Außenministerium fertig ist, dann braucht der Industrie. Theater. Okay, hier könnte ich doch Industrie bauen, oder nicht? Also ich stecke meine gesamten Gesandten nur noch in diese Wissenschaftsdingens rein. Was, Weltkongress? Warum ist ein Weltkongress? Oder? Nee. Hä? Zurück zum Spiel. Bei mir steht nur Wartenoffizier da. Muskelpikinierer. Ein Weltwunder habe ich geschafft zu bauen. Ein Handelszentrum wird es fertig. Eine Bibliothek ist fertig. Was baut der? Eine Fregatte? Warum? Ist er bescheuert? Jetzt entspann dich doch mal. Was hat denn ein NPC gemacht? Der baut eine Fregatte in einer Stadt, wo er keinen Zugang zu Wasser hat, nur der kleine See. Das ist doch bescheuert. Ja, aber ist jetzt immer so. Musst du mit klarkommen. Nee, ich kann es ja ändern. Ich kann es ja abbrechen. Nee. Doch. Nee. Lass mal. Nein? So, weiter.